Willkommen zurück zu den Minecraft Redstone Maschinen. Heute zeige ich euch eine weitere Kreation von mir, und zwar die Shotgun TNT Kanone. Mit dieser Maschine könnt ihr sehr viel TNT auf einmal verschießen. Das TNT wird auch sehr weit gestreut und macht deswegen sehr viel Flächenschaden. Damit könnt ihr sicherlich eure Freunde sehr gut trollen. Eine Playlist zu den anderen beiden Redstone Maschinen, die ich hochgeladen habe, findet ihr oben rechts in der Infobox. Da gibt es auch übrigens auch alle anderen Redstone Maschinen auf meinem Kanal zu finden. Und jetzt gucken wir uns mal die Shotgun TNT Kanone an, wie sie sprengt. Und auch noch einen kleinen Hinweis: Ihr braucht dazu keine Kommandoblöcke. Die sind dazu da, damit hier das TNT gesetzt wird. Und zwar ohne, dass ich es selber platzieren muss, sondern macht dann die Maschine für mich. Hier habt ihr es auch relativ gut gesehen, das TNT macht großflächig viel Schaden. Holz ist ein relativ stabiler Block, weshalb es auch nicht so viel weggesprengt hat. Und nun gucken wir uns an, wie das funktioniert. Hier haben wir einen Knopf, hier haben wir zwei Redstone-Spuren und hier ein Repeater auf Stufe 1. Außenrum haben wir so ein kleines Becken mit Wasser. Wichtig ist, dass man hier Blöcke platziert und hier Halbtrittstufen, denn wenn man es nicht tut, kann es sein, dass die Maschine sich selbst zerstört, und das wollen wir nicht. Dann bauen wir hier zwei Redstone Repeater auf mit jeweils 4 Ticks Verzögerung. Das Ganze leiten wir hier hoch. Nehmen wir auch nochmal zwei Redstone Repeater auf 4 Ticks Verzögerung. Hier ein Redstone Repeater auf 4 Ticks Verzögerung, und hier haben wir noch eine lange Reihe von Redstone Spuren, eine lange Reihe, 5 Stück. Und hier in dem Trans ist auch nochmal immer ein Redstone Repeater mit 4 Ticks Verzögerung. Hier habe ich einen Obsidian Block genommen. Ihr müsst keinen Obsidian Block nehmen, sondern auch jeden anderen Block. Nur ich habe den Obsidian Block gesetzt, damit ihr wisst, wo ihr nun das TNT zu platzieren habt. Also einmal hier 2 Stück und überall da hier, wo Obsidian ist. Dann leitet ihr das hier hoch. Hier ist ein Repeater auf Stufe 1, leitet das somit hier hoch. Hier sind dann die 5 Redstone Repeater auf 3 Ticks Verzögerung eingestellt. Dann hier nochmal 1 Tick, 2 Ticks, 1 Tick und nochmal einen Tick. Das Ganze ist dazu da, dass das TNT wirklich gleichzeitig runterfällt und gleichzeitig detoniert. Was ich euch jetzt nochmal zeigen kann: Die Kommandoblöcke setzen das TNT, sonst sind die für nichts, da ihr braucht sie nicht. Und hier seht ihr nun, das macht schon einen ordentlichen Schaden. Und hier nochmal von der anderen Seite. Das war's mit meinem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen und ciao, Leute!